Willkommen zu dieser Review. Heute zeige ich euch die Resurrection Remix ROM für das Galaxy S4 i9505. So, ich habe das hier gerade mal neu eingerichtet, deswegen tut er hier auch noch so ein bisschen downloaden. Aber das kann uns ja jetzt egal sein. So sieht der Startbildschirm erstmal aus. Hier haben wir wieder gewohnt die App-Übersicht, die auch, wie ich finde, sehr schön gemacht ist hier mit dem Durchlaufen. Ja, das ist halt schön nach Buchstaben sortiert und es sieht ganz fein aus. Wir haben halt hier zwei Launcher, einmal den Tribuchet und dann habe ich noch den Nova Launcher drauf. Ich nutze aber den Nova Launcher jetzt erstmal nicht. So, naja, wir gehen dann mal hier in die Übersicht. Hier haben wir die grundlegenden Funktionen und dann wechsle ich auch mal gleich zu den Einstellungen. Gehen wir mal nach oben. Ja, haben wir WLAN, Bluetooth, Mobilfunknetze, Datenverbrauch, das kennen wir ja alles. Dann hier unter mehr haben wir mal Flugzeugmodus, WLAN, Notfallbroadcast, NFC und ja, mobiles Bezahlen, NFC-Erkennung, alles das, was man halt so braucht. Ja, aber das meiste, das werdet ihr wahrscheinlich alles kennen, aber das meiste, was hier anders ist, sind die Personalisierungen unter Konfiguration. Denn das ist einiges. Fangen wir mal an mit der Statusleiste. Hier kann man zum Beispiel schon die Uhrzeit anpassen, ob die rechts, links oder sonst wie sein soll. Ob das Datum angezeigt werden soll, hier mit kleiner Schriftgröße. Da wird natürlich oben alles relativ zugemüllt. Ja, dann kann man hier sonstiges machen. Datumsposition, links neben der Uhrzeit oder sonst wie. Datumsformat. Donnerstag kannst du bis Donnerstag 25.08. oder so machen. Dann ist natürlich hier oben, wenn man das beispielsweise nimmt, so gut wie kein Platz mehr, wenn man das jetzt hier mal aktiviert. Beziehungsweise in der normalen, da ist wirklich eng. Ja. So, was gibt es da noch? Hier gibt es die Schriftgröße, Schriftart. Also man kann hier alles einstellen. Farbwechsler. Ja. Gott, ja, kann man nicht die Farbe ändern. Kann man schön auswählen. Dann nehmen wir mal das nächste. Oder wir sind immer noch in der Statusleiste. Da kann man halt hier noch den Akkustatus in Kreisform oder sonstiges machen. Den Akkustand anzeigen, dann die Akkuleiste. Kann man noch die Ladeanimation aktivieren und ja, alle möglichen Farben ändern, genauso wie die Position und den Stil, wobei sich da bei mir gerade nichts ändert. Naja, dann Statusleistensymbole, kann man hier festlegen, welche halt hier oben zu finden sind. Dann, was ich auch sehr schön finde, kann die Provider-Anzeige ändern. Also beispielsweise, normalerweise ist sie ja nur auf dem Sperrbildschirm, dann kann man sie hier nur auf der Status-Dings haben, dann steht halt hier der Mobilfunk-Provider, den ich habe, Trillig, dann steht er halt da, aber auch wieder nur als Sperrbildschirm, oder man kann auch einfach hier zum Beispiel irgendwas angeben und dann kommt das halt da. Ja, ist halt ganz nett. Kann auch wieder Farbe einstellen und sonst was machen. Ja. Okay, Größe kann man ändern. Alles Mögliche. Dann kann man sich den Netzwerkverkehr anzeigen lassen. Hier oben eingehend, ausgehend, wer das unbedingt benötigt und so sehen will, ob gerade was rauskommt. Dann halt hier das Logo aktivieren oder deaktivieren. Das geht dann auch in verschiedenen Farben. Ja, weiß ich nicht, rot oder sonst was. Was mache ich mir da aus? Dann noch benutzerdefinierte Logos. Temperaturanzeige in der Statusleiste. Hier mit Wetter und Einheit. Ja, das kann man sich dann halt auch noch in der Größe ein bisschen verschieben. Muss ich hier aufklicken. Dann wird es auch ein bisschen kleiner.
Helligkeitssteuerung kann man dann halt hier oben noch durch Swischen machen. So, jetzt mal wieder. Ja, egal. Ja, Standby durch doppeltes Tippen. Da geht's dann halt aus. Auch ganz nett. Benachrichtigungszähler, den habe ich hier mal angemacht. Da werden die halt hier schön gezählt. Dann gehen wir mal in die Benachrichtigungsleiste. Weitere Benachrichtigungen. Ja, kann man halt auch wieder alles Mögliche ändern. Die Schnelleinstellungen, da kann man halt jetzt hier einstellen, wie man halt jetzt schnell die Einstellung öffnen will. Jetzt ist es halt hier auf rechts gestellt. Wenn ich jetzt hier rechts runterschiebe, dann kommt sofort die ganzen Einstellungen runter. Und wenn ich links runter mache, dann kommt nur das andere. So, jetzt bin ich hier. Ach, verdammt. Tue ich erstmal auf links stellen. Ja. Was gibt es noch so? Alles Mögliche. Vibration, Kacheln, Helligkeitsregler, Helligkeitssymbol, sonstiges. Dann gehen wir mal hier in die Navigationsleiste. Da gibt es dann ja, verschiedene Dinge hier. Hat man halt die Tasten da unten. Statt die Gerätetasten, weil mir da der Sinn nicht so kommt, zumal da ja noch Bildschirmplatz weg ist. Dann haben wir hier die Tasten. Kann man bestimmen, was auf die Ein- und Aus-Taste kommt. Halt, was hier kommt. Ja, gibt es genügend Dinge. Zum Beispiel Bildschirmfoto gleich darüber machen oder Screen Record, Taschenlampe, wobei man halt hier die Taschenlampe gleich hier oben hat. So, dann auch gleich das Click to Reboot, wobei das kann gerade ein bisschen schlecht sein, wenn man aus Versehen raufkommt. Dann kann man hier gleich den Anruf beantworten lassen, wenn man einmal die Home-Taste drückt oder dann halt wählen, was mit dem langen Drücken der Home-Taste passiert. Wenn ich jetzt hier Doppeltes mache, dann wechselt er gleich zur vorherigen App. Das ist auch ganz nett. Dann dasselbe kann man hier noch machen. Gerät aufwecken mit den Lautstärketasten, bla bla bla. So, nehmen wir mal den Anwendungsverlauf. Kann man halt hier sagen, was hier angezeigt werden soll. Kann man hier beispielsweise den RAM anzeigen. Dann wird einem jetzt hier der RAM oben angezeigt, wie viel noch verfügbar ist. Oder man kann halt dieses Alles schließen Ding Symbol aktivieren, welches das da ist. Was ganz nett ist manchmal. Und ja. Und sonstiges noch. Dann Sperrbildschirm. Kann man auch wieder halt die Sicherheit machen. Wie viele Benachrichtigungen maximal auf den Sperrbildschirm raufpassen sollen. Wie viel sonstiges passen sollen. Ja, hier Mediencover. Wenn man Musik abspielt, ob da das Bild angezeigt werden soll. Nutzeroberfläche, dann kann man hier so einen Unschärfeeffekt machen. Da sieht man dann halt das, was gerade geöffnet war, so ein bisschen unscharf im Hintergrund. Was jetzt nicht unbedingt immer schön aussieht. Dann ja, kann man die Uhrzeit einstellen, Datum, Wecker, Aufladestatus, jeweils die Schriftgröße ändern, die Schriftart ändern, alles, was man so will. Gesten gehen auch noch, ja. Und doppeltes Tippen für den Tiefschlaf. Ersetzen. Dann kann man halt hier den Hintergrundbildschirm ändern. Und die Wetteroption, die dann einem halt, na komm, hier so angezeigt werden, die kann man hier auch noch schön einstellen. Zum Beispiel hier V-Clouds. Dann wird da jetzt so ein schönes Symbol angezeigt. Dann gehen wir mal zur Animation. Systemanimation, ja. Damit habe ich mich noch nicht so auseinandergesetzt. Toast-Animation, was das auch immer ist. Power-Menü und so weiter. Gesten, ja, sind halt auch systemweite Gesten. Kann man halt hinzufügen und löschen.
wenn man halt irgendwie nur mal irgendwas machen will, um auf eine App zuzugreifen. Dann Multitasking ist halt den Mehrfachfenstermodus aktivieren. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man den nutzen kann. Gute Frage. Dann gibt es hier noch das Verschiedenes. Da ist eher so ein bisschen ja, Linux-Kram und sonstiges drin. Kann man zum Beispiel automatisch die Musik-App öffnen, wenn die Kopfhörer angeschlossen wären. Hier kann man zum Beispiel den Ultra-Energiesparmodus eventuell aktivieren. System-UI neu starten, wenn sie sich mal wieder aufgehangen hat. Oder hier die Wettereinstellungen nochmal machen mit Standort, Symbol, Zeug. Das gilt dann für den Startbildschirm, also für diese Wetter-App. Das andere war für den Sperrbildschirm. Ja, geht alles hier noch. Dann kann man hier auch gleich auf den Werbeblocker raufgehen, welcher auch, na komm, gleich integriert ist. Deswegen, ja, wer Werbeblocker auf dem Smartphone haben will, dann am besten hier gleich die ROM, da ist er gleich richtig installiert, da funktioniert er auf jeden Fall. So, jetzt muss ich hier zurückgehen. Dann, ja, Zwangsschließung und sonstiges. Ja, gleich ein bisschen runterregeln, damit es nicht so laut wird. Kameraverschlusston, den kann man auch deaktivieren, weil es nervt ja doch einige. Und hier die Aktualisierung. Da funktioniert es zwar noch nicht so richtig, weil irgendwie Überprüfung nicht möglich, aber steht dann, es wurde zuletzt gesucht. Wer weiß. So, Designs kann man sich auch wie gehabt aus dem Play Store runterladen. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil ich das jetzt ganz früh erst habe. Dann haben wir hier die Töne. Hier auch wieder schön alles einzeln einstellen. Klingelton wählen, der halt drauf ist. So, das ist der von Resurrection Remix. Das war jetzt ein bisschen laut, aber ja, das sind halt so die Töne. Dann Display und LED. Kann man hier wieder Helligkeit an Lichtverhältnisse anpassen. Bla bla bla. Farbprofile, Bildschirmanpassung. Tag, Nacht. Dann Ruhezustand, nach wie vielen Sekunden das Ding ausgehen soll. Das Design hell dunkel. Kann man jetzt halt beispielsweise dunkel nehmen, dann ist es auch schön dunkel. Ich nehme jetzt erstmal wieder hell. Übertragen, was ist das? Achso, ja, das ist halt Bildschirm übertragen. Könnte man jetzt theoretisch an meinen Chromecast übertragen. Dann erweiterter Desktop. Hier kann man auch die Pixeldichte einstellen, was auch ganz nett ist. Und ja, die Akku-LED-Farbe ändern und ob es bei schwachen Akku pulsieren soll oder nicht. Der ganze Kram halt. Benachrichtigungen kann man halt hier die Benachrichtigung einstellen. Gesten, ja, das ist halt dasselbe wie hinten. Habe ich nicht aktiviert, weil ich nutze sowas eigentlich nicht. Dann hier beim Akku kann man den Akkumodus auswählen. Wenn man jetzt Energie sparen, ausgeglichen oder Leistung braucht. Je nachdem kann hier noch Warnungsfarbe aktivieren und einstellen und sonstiges. Oder zum Beispiel auswählen, wann der Energiesparmodus automatisch aktiviert werden soll. Genauso wie, ja, Leistungsoptimierung, das war ja das. Dann haben wir hier die Sicherheit. Kann man halt die Displaysperre nehmen. Telefon verschlüsseln, SIM-Sperre einrichten, Geräteadministratoren halt gucken. Bekannte Herkunft. Und alles so weiter. Dann gehen wir mal hier auf Arbeitsspeicher. Da sehen wir, welche Apps hier den Arbeitsspeicher die letzte Zeit verbraucht haben. Das sind ja einige. Und auch welche direkt beim Booten gestartet wurden. Unter Nutzer haben wir halt hier die Systemverwaltung. Und dann halt jeweils für den Nutzer spezifisch die Startseite. Hier sind die zwei Launcher, die ich gerade installiert habe.
Ja, zu dem anderen sage ich jetzt mal nicht so viel dazu, da das ja bekannt ist, Datenschutz halt hier. Kann man nochmal den Zugriff einstellen, welche App was darf. Und ja, Speicherplatz und USB, siehst halt den Speicherplatz. Nur kurz von der SD-Karte und hier kann man gleich auf die Super-SU gehen, wobei diese noch aktualisiert werden muss von mir. Und ja, unter Leistung, das ist so eine App, die halt, ich weiß gar nicht, was man mit der machen kann. Auf jeden Fall kann man hier das System schön einstellen. Hier gibt es alle möglichen Dinge. Über den Kernel bis hin zu sonstigen. Ja, der Kernel-Auditor. Wer sich halt damit auskennt, der kann es gern nutzen. Wieso kommt denn das jetzt erst? Egal. Und hier unter Info über das Telefon sind halt nochmal alles Info über Resurrection Remix und halt auch die aktuelle Sicherheitsebene von August. Genauso wie die Version und alles andere. Ja. Was soll ich sonst noch dazu sagen? Wir haben ja noch so einen Musikplayer von der ROM aus selbst. Der. Ich habe noch nicht so genutzt, auf jeden Fall. Scheint da ja ganz nett zu sein. Halt die ganzen Apps, wie gesagt. Und ja, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen, beziehungsweise mehr gibt es ja auch nicht zu sagen. Dann, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like gibt aufs Video oder eventuell auch einen Kommentar schreibt. Wer weiß, vielleicht wollt ihr noch irgendwas wissen. Und ja, ob NFC funktioniert, das habe ich jetzt noch gar nicht getestet. Das müsste ich mal testen, weil ich benötige es eigentlich. Aber ja, ansonsten läuft mit der ROM so gut wie alles. Und die ist flüssiger als die Samsung Standard-ROM. Naja, das war's von mir hier und tschüss, bis zum nächsten Video hier oben. Rechts kommt hier auch noch zum Installationsvideo.